Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Parkstraße und Schlossallee. Ich bin Sarah Bow von dem YouTube-Kanal Lipsticks and Heels und ich habe heute ein Make-up-Tutorial für euch für den Valentinstag. Dabei habe ich Wert auf Glitzer, Glitzer, Glitzer gelegt. Also wir machen einen Glitzer-Eyeliner und das Ganze ein bisschen pink, in Valentinstagsstimmung eben. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Make-up-Tutorial und natürlich auch einen wunderschönen Valentinstag. Dann fangen wir auch schon an mit dem Concealer gegen die ganzen Augenringe und Pickel, die sich da so angesammelt haben. Ich nehme hier den Corrector von Bobbi Brown in der Farbe Porcelain Bisque mit einem ganz normalen Concealerpinsel und verblende das einfach unter den Augen und an den entsprechenden Stellen, die etwas kräftiger abgedeckt werden müssen. Als Foundation benutze ich die Dior Skin Forever Foundation in 010 und den Zoeva Pinsel Nummer 102. Die Foundation ist etwas deckender und leider ein Tick dunkler als meine Haut, aber ich brauche das jetzt zurzeit einfach, diese Deckkraft. Und deshalb blende ich dann halt ganz gut, dass auch keine Übergänge entstehen. Wenn wir damit fertig sind, nehmen wir den Rouge zur Hand und hier nehme ich den Orgasm von NARS mit einem Rouge-Pinsel von Sigma. Ich kann leider nicht mehr lesen, welche Nummer das ist, aber das müsste eigentlich der ganz normale Rouge-Pinsel sein. Und das trage ich dann einfach auf den Apfelbäckchen auf und verblende das Ganze. Ich achte dabei aber, dass ich nicht zu viel Produkt nehme, damit das Ganze relativ natürlich bleibt. Der letzte Schliff ist natürlich immer der Highlighter. Hier nehme ich von Smashbox Shimmer und den trage ich mit dem MAC Pinsel Nummer 130 auf. Ich finde den immer ganz, ganz toll, um Highlighter aufzutragen. Ich habe dann immer das Gefühl, das Ganze strahlt und schimmert noch mehr dadurch. Das trage ich auf den Wangenknochen auf meinem Nasenrücken, ein bisschen auf der Stirn, da ich sehr trockene Haut habe und ein bisschen an den Lippen, um die dann später voller erscheinen zu lassen. Für die Augenbrauen nehme ich den MAC Velux Brow Liner in Deep Brunette und damit umrande ich meine Augenbrauen, damit die einfach eine schöne Form bekommen, weil ich bin gerade nicht so zufrieden mit meinen Augenbrauen und nachdem ich das aufgetragen habe, verblende ich diese Linien einfach noch mal ein bisschen mit diesem Bürstchen, was hinten dran hängt, damit das Ganze weicher ist und nicht zu unnatürlich aussieht. Um die Augenbrauen dann aufzufüllen, nehme ich den MAC 266er Pinsel und den Lidschatten von MAC Espresso. Damit fülle ich das dann nochmal auf und gehe auch vorne nochmal ein bisschen rein, um das Ganze ein bisschen eckiger zu machen. Als Lidschattenbase benutze ich meine geliebte Too Faced Shadow Insurance und die tupft ihr einfach auf euer Augenlid. Hier achten, dass man einfach nicht zu viel nimmt. Mit einem fluffigen Pinsel trage ich nun Brûlé von MAC auf. Das ist einfach ein Hautton, den benutze ich unter der Augenbraue, damit ich später alles schön verblenden kann und damit auch nicht zu viel dunkle Farbe unter die Augenbraue kommt. Und dann gehe ich gleich mit Omega in die Lidfalte. Hier nehme ich den 217er von MAC. Wie ihr seht, ich schminke heute irgendwie nur mit MAC-Produkten, frag mich nicht wieso und weshalb, aber ich hatte heute einfach Lust. Und ja, mit Omega tue ich mir quasi erstmal in die Lidfalte die Farbe reinsetzen und gehe dann auch noch gleich mit Swiss Chocolate etwas tiefer in die Lidfalte rein, damit das Ganze noch mal ein bisschen dunkler wird und ja auch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Vergiss nicht, alles schön auszublenden, weil wir wollen keine harten Kanten haben, sondern es soll alles einen sehr weichen, weichen, weichen Übergang haben. Swiss Chocolate nehme ich dann auch nochmal an der unteren Wimpernkranz, weil es auch immer wichtig ist, die Farbe nochmal runterzubringen. Jetzt nehme ich Sweet Lust, auch von MAC, und das kommt einfach auf die Lidfalte. Tupfe ich ein bisschen drauf, weil da Glitzerteile mit drin sind, damit das Ganze ein bisschen mehr rauskommt. Und dann verblende ich das einfach alles nochmal mit dem 217er, damit da auch keine Übergänge sind. Mit
Mit einem kleinen Pinsel setze ich jetzt noch einmal Vellum unter die Augenbraue, aber wirklich nur ganz wenig, um ein Highlight zu geben, und in den Augeninnenwinkel. Das verblende ich dann auch nochmal am unteren Wimpernkranz mit Swiss Chocolate, damit es einfach das Auge öffnet und das Ganze nicht zu dunkel wird. Und ja, sieht schöner aus. Als Eyeliner nehme ich den Essence Filzstift Eyeliner. Mit denen habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht und ich finde es eigentlich ganz einfach, Eyeliner mit ihm aufzutragen. Hier seht ihr auch, wie ich dann das Schwänzchen mache. Da ziehe ich erstmal einen Strich und verbinde das Ganze mit dem in der Augenmitte. Wie nennt man das? Ihr seht es ja, was ich meine. Nachdem wir nun den schwierigen Teil hinter uns haben, kommen wir zum spaßigen Teil, dem Glitzer. Hier nehme ich meinen Lieblingsglitzer von MAC in der Farbe Pink. Das müsstet ihr im Pro Store halten und das Ganze mische ich mit dem Liquid Sugar von Sprinkle an, damit das Ganze schön aufzutragen ist und alles bombenfest hält. Also mit diesem Liquid Sugar hält wirklich Glitzer bombenfest. Das, was runterfliegt, tue ich dann einfach mit dem Tesastreifen wegmachen, weil ansonsten ist der Glitzer sehr, sehr hartnäckig und ihr bekommt es einfach nicht weg, das Zeug. Bevor wir die Wimpern kleben, benutze ich die Isadora Build It Up Mascara. Ist für Volumen gedacht, finde ich auch sehr, sehr gut. Und nachdem die getrocknet ist, kommen dann die Leni Lash 104er Wimpern drauf. Die habe ich jetzt von Cosmetic for Less. Und ja, dann wäre das Augen-Make-up auch schon fertig. Ihr seht, das Ganze glitzert schön und die Wimpern geben natürlich einen den letzten Schliff. Als Lippenstift benutze ich jetzt hier Chatterbox von MAC. Ich trage jetzt das Ganze nur mit dem Lippenpinsel auf, da meiner fast leer ist und ich noch die Reste rauskratze. Meine Haare habe ich heute einfach mal glatt gelassen. Mir war nur wichtig, dass Volumen im Ansatz ist. Das Ganze habe ich dann einfach beim Föhnen bereits gemacht und ihr seht, es fällt dann auch ganz toll. Ihr könnt aber auch gerne noch ein Haarband oder sowas reinmachen, finde ich immer ganz süß. Das Wichtigste, vergesst nicht euren Duft. Ich nehme jetzt einfach mal In Love Again, weil ich finde, er passt super zu Valentinstag und ich liebe, liebe, liebe diesen Duft. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bevor ihr abschaltet, vergesst nicht, euch noch diese beiden Videos anzuschauen. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal Parkstars und Schlossallee abonniert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!